Embassy 1, der vielseitig veranlagte dunkelbraune Hengst, wird nicht umsonst als Botschafter seines 2009 ausgezeichneten Vaters Escudo bezeichnet. Er folgt den Spuren seiner Großväter Esprit und Eiger und wurde im Jahre 2010 mit dem Grande-Preis ausgezeichnet. 2000 legte er seine Hengstleistungsprüfung mit Schwerpunkt im Springen ab und wurde in den folgenden Jahren von Joachim Winter erfolgreich im Turniersport vorgestellt. Dreimal war er im Finale des Hannoveraner Springpferdeschampionats. Embassy bezog 2001 die Besamungsstation Roydorf und überzeugte trotz eher begrenztem Einsatz mit seinem ersten Fohlenjahrgang die Züchter. Typstark und locker in den Bewegungen präsentieren sie sich auf den Fohlenschauen. Seine ersten Nachkommen sind bereits in der Klasse S erfolgreich. Embassys Mutter Sammy Jo war 1A-Preisträgerin in Hohenhameln und erhielt 1997 die Staatsprämie. Ihre Stutenleistungsprüfung absolvierte sie mit den Noten 9,0 im Springen für Vermögen und Manier, aber auch für ihren herausragenden Galopp und Schritt. Mittlerweile sind über 214 Nachkommen bei der FN eingetragen. Knapp 100 Nachkommen liefen über die Pferdner Auktion und erzielten etliche Spitzenpreise. Embassys Zuchtwert liegt inzwischen bei 148 Punkten und zählt damit zu den besten 5% aller Springpferdevererber. So schließt sich der Kreis zu seinen erfolgreichen, ausgezeichneten Vorfahren.